Hallihallo Leute und willkommen mal endlich wieder zum Video von mir. Und ja, wir sehen uns jetzt hier gerade auf dem Projektserver von Crib World. Und ja, endlich habe ich mal, ja, schön hat er ein Schild für mich geschrieben, von Crib World. Und ja, sehen wir uns endlich mal auch mal bei mir wieder. Mein wunderschöner Akaziengarten hier. Da hinten ist Marlons Haus. Er ist ein kleiner Angeber, deswegen baut er so was Großes neben mein kleines Gartenhäuschen hier. Aber das soll mehr oder weniger so eine Tarnung sein. Ich habe da drinnen nämlich einen schönen Keller, aber da will ich noch ein paar Sachen bauen, deswegen zeige ich den vielleicht erst später. Ist gerade kein anderer drauf, weil ich ziemlich spät abends jetzt gerade spiele. Also, es ist. Wie spät ist es jetzt? Wartet mal. Es ist um 11 gleich. Ja, es ist relativ spät. Sonntags um 11 nachts. Nee, samstags. Samstag, wir haben bald Sonntag, aber. Noch Samstag. So, hier unten wohnt David. Ich weiß, ihr habt ja bestimmt aus den Folgen von den anderen schon gesehen, dass die hier unten wohnen, irgendwo. Und, ja, ich hoffe, das stört jetzt nicht, auch wenn ich jetzt schon so lange nicht mehr, wenn so lange keine Folge mehr von mir kam, aber ich hatte jetzt einfach ein paar kleine Probleme mit meinem PC und so, weil ich jetzt nämlich auch ganz wenig Speicher hatte, weil der irgendwie voll war auf einmal. Hat sich jetzt wieder gelegt, weil ich hatte von Steam ein paar Spiele drauf, die ein bisschen viel Speicher weggenommen haben. Und die habe ich aber jetzt mal gelöscht für euch extra. Ich hatte, glaube ich, Haken oder so. Haken war es, glaube ich. Hatte ich drauf. Ne, habe ich immer gelöscht. Ich war ein bisschen viel. So. Da hinten Marios Haus in den anderen. Aber mich wundert, dass jetzt gerade wirklich keiner on ist. Also eigentlich, stört sie nicht. Ich habe sogar eine Klingel hier eingebaut. Bling. Ich muss mal gucken, ob ich den Sound jetzt mit aufnehme, weil ich kann es ja nicht ein bisschen laut, ein bisschen leise für den Sound. So, eigentlich wollte ich heute meinen Garten noch ein bisschen erweitern. Ich habe hier schon nämlich ein bisschen gespielt, muss ich mal so sagen, weil ich einfach, ja, irgendwie einfach vorher ein bisschen gespielt habe und konnte nicht aufnehmen. Ich war entweder mit der Aufnahme von David mit drinne, ich weiß nicht, ob er die Aufnahme hochgeladen hatte, oder halt, ich habe selber was aufgenommen, dann hat es nicht mehr geklappt. So, hier ist ein Baum, der ist schön, dann tun wir das mal alles hier abbauen. Ich will nämlich die Blätter haben, um dann mir so einen kleinen Garten anzulegen hier. So, ich habe irgendwie gerade so eine niedliche Stimme gesprochen, gerade eben. Aber das hier ist ja egal, ich bin nicht niedlich. Ich bin nicht niedlich, ich bin normalerweise eine ganz tiefe Stimme. Nee, nicht so tief, aber irgendwie ungewohnt. Ungewohnt für mich selber, dass ich gerade so rede, aber ich habe gerade Bock, so zu reden. Also mache ich das auch. So, das eine Blatt, das ist mir. Oh nee, warte mal. Ups. Ups, ach egal. So, wir müssen was essen. Und meine Werkzeuge muss ich mal dann auch wieder einpacken hier. Der Marlon hat einen Weg gebaut, das ist sehr schön, dass er das gemacht hat, weil ich nämlich zu faul dazu bin. Das packen wir hier mal rein. Weg, weg, weg. Eisenspitzhacke kommt mal hierher und meine Schaufel. Eigentlich wollte ich, hatte ich doch noch eine Axt. Die scheint irgendwie weg zu sein, ist auch egal. Ich wollte mir auf jeden Fall hier das ein bisschen einebnen und dann hier unten so einen schönen kleinen Garten hinbauen. Ich habe hier meinen Akaziengarten eigentlich angelegt. Ich würde sagen, ich tue hier mal ein bisschen einebne das Zeug, dass ich dann auch hier die Fackel, die kommt mal hier an die Akazie ran. Das sieht doch schön aus. Irgendwie regnet es gerade und ich habe den Regensound irgendwie nicht drin. Kann am Texture Pack liegen, muss aber nicht. Ja, und jetzt überlege ich gerade, wie ich das hier ein bisschen mache. Ob ich das jetzt so ein bisschen. So, ja, fein. So sieht das doch schön aus. So, ja, ist doch. So ist ganz schön eigentlich. Da lege ich nämlich hier ein bisschen was im Weg daneben an. Das sieht ein bisschen doof aus. Oh, upsie, das war ein bisschen viel. Die Schere baut zu so schnell ab irgendwie. Also, ich weiß auch nicht. Hier sollte noch ein bisschen Kies hin. Aber ich habe keinen Kies. Muss Marlon dann ausbessern. Ja, was wollten wir jetzt machen?
jeden Fall wollte ich einen kleinen Garten anlegen, deswegen baue ich hier mal so einen kleinen Weg rein. Upsi. Das war ein bisschen doof jetzt hier. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das so doof aussieht irgendwie oder ob das so gut ist. Ich stelle mal Fragen, die anderen werden schon ihre Kritik dran ausüben, denke ich mal. Ich habe lange nicht mehr so Sachen gebaut. Irgendwie, also ich habe auch lange nicht mehr Minecraft gespielt, muss ich sagen. Zumindest jetzt, ja, in letzter Zeit nicht viel. Kleine Hecke hier anlegen. So. Dann gehe ich erstmal pennen. Pennen gehen, pennen gehen. Denn ich, wenn jetzt allein auf dem Server da geht, dann hier hohem Set, ich will einfach nur pennen. So. Und aufstehen. Ja, ach, ein schöner Morgen. Lol. Hat jetzt das die Dings gesettet? Okay. Dann wollten wir eigentlich. Hab ich hier noch Knochen? Ja, habe ich noch. 2, 3, 4, 5. Immer. Warte. So. 5 Knochen. Ich habe jetzt noch die komische Rüstung an. Ja. Irgendwie so und dann. Ach egal. Ich pflanze jetzt so lange Zeug an, bis es dann Blümchen werden. Weißt du was? Ich gehe jetzt. Oh! Halli, hallo! Ja, ich pflanze hier ein bisschen, mache das hier ein bisschen grün irgendwie. Vorgenommen, irgendwie einen kleinen Garten zu machen, das mache ich jetzt auch. Dass das hier ein bisschen. Ne, ich will nicht Gras machen. So. Die nehme ich mit. Die nehme ich. Die nehme ich mit. Die nehme ich auch mal mit. Nehme auch gerade. Nehmen auch gerade auf. So. Die kommen mal weg und die hier rein. Und hier noch die hin. Haben wir ein paar Blümchen und dann baue ich hier mal eine kleine Bank hin. Dass man sich da so hinsetzen kann. Haben wir noch Holz. Holzi Holz. Kohleblock haben wir hier. Erde. Brauchen wir ehrlich nicht. Dann gehen wir mal in den Lagerkeller hier unten. Das ist ein bisschen verzweigtes Teil. Da baue ich so eine kleine Maschinerie, die zeige ich mal noch nicht. Eichenholz. Ach, hier ist meine Axt. Okay. Und meine Spitzhacke. Okay. Und, ach ja, hier unten das Mut hier gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Das ist, weil da Marios Farm, glaube ich, drunter ist. Weil ich ja hier auf der Klippe wohne. Kann ich mal kurz zeigen. Ich wohne auf der Klippe und da sind die ganzen Viecher drunter. Deswegen habe ich immer, wenn ich schlafen will, irgendwie solche komischen Mö, Mö, Mö Geräusche. Und ich hoffe, man hört das Atmen nicht so sehr. Und ich merke gerade, dass ich das eigentlich im Haus craften sollte. So. Ach, scheiße. Ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, hier das alles ein bisschen verschönern, obwohl das, ich weiß nicht, ob das schöner jetzt ist, wenn ich das so mache. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Ne, es ist nicht schöner, wenn ich es so mache. Warte mal. Ich tue das mal alles abbauen. Das schaut doch irgendwie scheiße aus im Nachhinein. Ich hoffe, die Schere reicht jetzt noch so lange. Ja, die hält schon noch.
Hält noch eine Weile. So. Ja, nee, das sieht schöner aus, wenn ich das so einzeln mache. Den Garten baue ich vielleicht mal im nächsten Haus hin, weil ich wollte nämlich eh noch ein bisschen was machen. Von daher ist das eigentlich okay. So, jetzt habe ich natürlich auch das wieder doof gemacht. Wie, so blöd wie ich bin. Dass ich da, hopp, hopp. Ich baue mir mal überall ein paar Bänke hin, dass es hier ganz fein ausschaut. Ja, bin ich auch blöd, dass ich hier das Zeug nicht mache. Nicht ordentlich. Was geht hier ab? Hier ist ein Zombie. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ich gehe einfach mal weiter. Der stört mich jetzt mal nicht. Einfach nur zwei Holz eigentlich. Halt die Klappe, Zombie. So, hier liegt noch überall ein paar Blätter, aber die interessieren mich auch nicht so richtig, weil es hier davon genug gibt. Wieder nachwachsbarer Rohstoff oder so, ne? Ich finde es ein bisschen sinnlos, dass man hier drei Schilder kriegt, aber ist auch okay. Stört mich jetzt nicht. Ich habe einen guten Tag, da ist das alles schön. So. Die Blätter gehen ein bisschen auf die Eier. So, Armlehne ran, fertig. Und hier da welche ran. So, fertig. Oh, scheiße. Sorry. Hab ich das jetzt hier oben hingesetzt? Fertig. Und hier noch eins. Nee, nicht vorne ran. Nicht vorne ran, an die Seite. So, sieht's doch. Annehmen wir aus, wenn wir noch nicht das Gras am Rücken haben, das mache ich mal ein bisschen weg. Die Blätter, die kann ich mal hier oben ranbauen irgendwie. So. Sieht doch ganz schön aus. Blumen können wir jetzt auch besser verteilen. Die kommt hier ein bisschen hin und die kommt da ein bisschen hin. Dann kommt der Löwenzahn irgendwie hier ein bisschen hin und dann die da ein bisschen hin und dann da noch so eine hin und hier noch so eine hin. Und dann haben wir hier ja ein ganz feines Dings geschaffen. So, haben wir jetzt nicht gerade sehr viel gemacht. Ich wollte mal halt mal eine Folge bringen, dass wir hier was machen, dass hier ein bisschen Action reinkommt, springe ich mal hier runter. Was irgendwie sinnlos war, aber ich gehe einfach mal zu den anderen hin. Ich gehe ihn mal besuchen. Wo bist du eigentlich? Denn so. Ja. Ich muss ja erstmal ein bisschen wieder in das Aufnahmefeeling reinkommen, weil ich habe echt lange nicht mehr aufgenommen, richtig. Muss ich mal so sagen. Ist irgendjemand zum übelsten Industriefarmer? Ja, gut, ist jetzt nicht so mein Baustil, aber gut. Ja. Ich muss mal gucken, wie weit die Aufnahme. Oh ja, okay, ich nehme schon seit bestimmt 10 Minuten oder so. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, dummerweise. Aber ich denke, ich mache da erstmal Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann ja auf jeden Fall, denke ich, morgen oder so wieder. Bis dahin, tschüss. Achso, was wollte ich noch sagen? Ich werde vielleicht mal wieder ein paar mehr Folgen rausbringen, weil ich es einfach jetzt mittlerweile wieder ein bisschen besser kann. Und dann sehen wir uns halt bald wieder. Bis später, tschüss.